Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die 8. Klasse der Grundschule. Unser Thema heute ist: Wie helfe ich zu Hause? Kako pomožem u kućanstvu? Moje obaveze u domaćinstvu? Mein Name ist Gordana Barišić-Lazar und ich bin eure Deutschlehrerin heute. Für diese Stunde braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und natürlich Internet. Ein Handy, ein Tablet oder einen Computer. Folgende Symbole stehen für Lesen, Schreiben, Sprechen oder Ansehen und das ist ein Symbol für die Pause. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. Unsere Lernziele sind: Imenovati ćemo kućanske poslove, razumjeti video sadržaj i tekst, odgovoriti na pitanja o videu i o tekstu. Opisati ćemo kućanske poslove koje obavljamo, te koristiti djeljive glagole u prezentu i u perfektu. Hoffentlich macht euch die heutige Lektion viel Spaß. Antwortet jetzt auf folgende Fragen. Wie groß ist deine Familie? Wer gehört zu deiner Familie? Ko pripada tvojoj obitelji? Wohnst du in einer Wohnung oder in einem Haus? Was denkst du? Gibt es mehr Hausarbeit in einer Wohnung oder in einem Haus? Što misliš? Ima li više kućanskih poslova u jednom stanu ili u jednoj kući? Wer in deiner Familie macht die Hausarbeit? Machen alle Familienmitglieder mit? Svi članovi obitelji sudjeluju u kućanskim poslovima. Hilfst du im Hausarbeit? Wie oft? Pausiert die Lektion und antwortet auf diese Fragen mündlich. Zaustavite lekciju i usmeno odgovorite na ova pitanja. A ovako ste mogli odgovoriti. Meine Familie ist nicht so groß. Zu meiner Familie gehören meine Eltern, mein Bruder und ich. Ich wohne in einem Haus mit einem kleinen Garten. Es gibt mehr Hausarbeit in einem Haus. Da gibt es auch einen Garten, einen Keller und einen Dachboden. U kući ima više posla, tamo je i vrt, podrum i tavan. Meine Eltern und ich machen die Hausarbeit. Nein, bei mir machen nicht alle Familienmitglieder mit. Mein Bruder macht nicht mit. Er ist noch klein. Ja, ich helfe im Haushalt. Nicht immer. Denn ich muss für die Schule lernen. Pogledajte sada ovu fotografiju, zaustavite lekciju i odgovorite. Welche Räume siehst du? Koje prostorije prepoznajete na slici? Habt ihr so geantwortet? Usporedite. Das Badezimmer, kupaonica. Das Schlafzimmer, spavača soba, die Küche, kuhinja, das Wohnzimmer, dnevni boravak, die Terrasse, terasa, die Toilette, WC, die Speisekammer, speisesmočnica, der Dachboden, tavan, die Garage, garaža, der Keller, podrum, der Garten, vrt, die Garderobe, garderoba, odnosno prostor u kojem odlažemo jakne i kapute, der Flur, hodnik. Notiert euch die Räume im Heft. Zapišite sada te prostorije u bilježnicu. Schaut euch jetzt dieses Video an unter dem Link bit.ly/Hilfe zu Hause. Notiert euch alle Zimmer, die das Mädchen erwähnt. Welches Zimmer waren das? Das waren das Kinderzimmer, die Küche und der Garten. Ja, der Garten ist kein Zimmer, das ist ja klar. Schaut euch das Video noch einmal an und ergänzt diese Tabelle. Pogledajte video još jednom i nadopunite ovu tablicu. Was macht das Mädchen aus dem Video? Što radi djevojčica u videu? Und wo macht sie das? I gdje to radi? Hier ist die Lösung. Schauen wir uns die Tabelle an. Habt ihr auch so geantwortet?
Was bedeuten die Ausdrücke im Grün? Was macht sie? Sie räumt das Zimmer auf. Što to znači? Tako je, posprema sobu. Sie wischt Staub. A to je, briše prašinu. Sie wischt den Boden. To znači, briše pod. Wo macht sie das? Wo räumt sie das Zimmer auf? Wo wischt sie Staub und wo wischt sie den Boden? Ja klar, im Kinderzimmer. Was macht sie noch? Sie putzt den Spiegel. A to znači, tako je, briše ogledalo. Und wo macht sie das? Im Badezimmer. Was macht sie noch? Sie spült das Geschirr. Bere suđe. Sie räumt den Geschirrspüler aus. Vadi suđe iz mašine za pranje suđa. Wo macht sie das? In der Küche. Was macht sie noch? Sie geht mit dem Hund spazieren. Ide sa psom u šetnju. Sie arbeitet im Garten. Radi u vrtu. Sie gießt die Blumen. Zaljeva cvijeće. Sie trägt den Müll hinaus. Iznosi smeće. Und sie füttert die Katze. Hrani mačku. Und das macht sie im Garten. Antwortet jetzt auf folgende Fragen. Aber Vorsicht! Wenn du das nicht machst, sollst du sagen, wer aus deiner Familie das macht. Dakle, odgovorite sada na sljedeća pitanja, ali pazite. Ako vi to ne radite, ako vi taj kućanski posao ne obavljate, morate navesti tko to iz vaše obitelji čini. Na primjer, räumst du dein Zimmer auf? Wenn die Antwort ja ist, dann sagst du ja, ich räume mein Zimmer auf. Aber wenn die Antwort nein ist, dann sagst du, meine Mama räumt mein Zimmer auf. Dakle, ako ti pospremaš svoju sobu, onda odgovoriš da ja pospremam svoju sobu, a ako ne, onda navedi tko to čini. Naprimjer, moja mama posprema moju sobu. Schauen wir uns die Fragen an. Das sind, wischst du Staub in deinem Zimmer? Dakle, brišeš li prašinu u svojoj sobi? Wischst du den Boden in deinem Zimmer? Pereš li pod u svojoj sobi? Putzt du den Spiegel im Badezimmer? Jel ti brišeš ogledalo u kupaonici? Spülst du das Geschirr in der Küche? Jel ti pereš suđe u kuhinji? Räumst du den Geschirrspüler aus? Da li ti vadiš suđe iz mašine za suđe? Hast du einen Hund? Gehst du mit ihm spazieren? Hast du einen Garten? Arbeitest du im Garten? Gießt du die Blumen? Trägst du den Müll hinaus? Iznosiš li smeće? Hast du ein Haustier? Fütterst du dein Haustier? Antworte mündlich. Odgovorite usmeno. Jeste li ovako odgovorili? Usporedite. Antworte jetzt mündlich. Odgovori sada usmeno. Welche Haushaltsgeräte und Möbelstücke siehst du? Koje kućanske uređaje i koji namještaj vidiš? Was gibt es auf dem Bild? Verbinde die Wörter mit dem Bild. Was gibt es nicht auf dem Bild? Što ima na slici, a čega nema? Poveži riječi sa slikom. Habt ihr auch so geantwortet? Jeste li vi ovako odgovorili? Den Geschirrspüler gibt es hier, a to je mašina za pranje suđa. Die Waschmaschine ist auch hier, mašina za pranje rublja. Die Badewanne, ja, to je kada. Den Kühlschrank gibt es auch, to je frižider. Das Bett ist auch hier, a to je krevet. Die Toilette, WC. Den Schrank gibt es hier auch, a to je ormar. Das Regal ist auch hier, a to je polica. Die Abzugshaube ist auch hier, a to je napa u kuhinji. Und die Spüle auch, to je
Suppe. Das Waschbecken ist nicht hier. Was bedeutet das Waschbecken? Umivaonik. Nie vidim na slici. Und es gibt keinen Staubsauger, a to je usisivač. Sada zaustavite lekciju i zapišite ove izraze u bilježnicu. Was kannst du noch sehen? Ist hier ein Ofen? Ja, das ist ein Ofen. Dakle, peć. Ist hier ein Herd? Der Herd, štednjak. Recimo da je negdje ovdje. Der Wasserhahn ist auch hier. Das ist der Wasserhahn. Slavina za vodu. Gibt es ein Fenster? Ja, hier ist ein Fenster. Gibt es eine Tür? Ja, sicher gibt es eine Tür. Sie ist hier. Gibt es einen Fernseher? Ja, hier ist ein Fernseher. Televisor. Gibt es einen Computer? Das gibt es auch. Das ist hier. Gibt es ein Sofa? Nein. Couch nie auf der Slici. Gibt es einen Tisch? Ja, der Tisch ist hier. Gibt es einen Sessel? Ja, das ist ein Sessel. Naslonjač. Und gibt es hier einen Stuhl? Nein, den Stuhl gibt es nicht. Und gibt es einen Teppich? Den Teppich gibt es auch nicht. Zaustavite sada lekciju i zapišite si ove izraze. Sada pogledajte novi video i zaustavite lekciju. Poveznicu bit.ly/crta im Haushalt 7 unesite u tražilicu. U video sadržaju će se pojaviti 28 kućanskih aparata. Zapišite one koje imate kod kuće. Antwortet jetzt mündlich. Hast du einen Mixer zu Hause? Antworte mit Ja oder Nein. Hast du eine Bohrmaschine? Hast du ein Bügeleisen? Hast du ein Bügelbrett? Hast du einen Grill zu Hause? Einen Föhn? Eine Kaffeemaschine? Eine Mikrowelle? Einen Herd? Hast du einen Wasserkocher zu Hause? Hast du einen Fernseher mit einer Fernbedienung? Hast du einen Ventilator? Eine Nähmaschine? Hast du ein Radio? Hast du ein Telefon? Hast du ein Ladegerät? Hast du einen Drucker? Da vidimo sada koliko ste kućanskih aparata upamtili. Ich möchte mein T-Shirt bügeln. Ich brauche... Ja, ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Ich möchte mir die Haare abtrocknen. Ich brauche... Ja, einen Föhn. Ich möchte mir das Essen aufwärmen. Was brauche ich? Ja, ich brauche eine Mikrowelle. Ich möchte eine Suppe kochen. Ich brauche einen Herd. Ich möchte auf dem Sofa einen Film sehen. Ich brauche einen Fernseher mit einer Fernbedienung. Mein Handy ist leer. Ich brauche ein Ladegerät. Ich möchte in der Wand ein Loch bohren. Ich brauche eine Bohrmaschine. Ich brauche heißes Wasser für meinen Tee. Ich nehme den Wasserkocher. Riješite sada ove digitalne zadatke prema poveznicama. bit.ly/hausarbeit7 i bit.ly/hausarbeit77. U prvom zadatku spojite dijelove rečenica,
a u drugom zadatku nadopunite tekst odgovarajućim oblikom glagola. Hört euch jetzt diesen Text an, über Jurina aus Deutschland. Sie spricht über Hausarbeit und antwortet. Mag Jurina im Haushalt helfen? Ja oder nein? Warum ja oder warum nein? Hausarbeit, das mache ich überhaupt nicht gerne. Du musst jeden Tag etwas machen. Ich räume mein Zimmer auf und mache mein Bett jeden Tag. Jeden Tag kocht meistens unser Papa. Mama und Papa gehen zuerst einkaufen. Ich muss dann abwaschen, das heißt das Geschirr spülen, denn unser Geschirrspüler ist leider kaputt. Mein Bruder trocknet das Geschirr ab. Wir müssen auch staubsaugen und den Boden wischen. Das ist ja klar. Ach ja, und die Wäsche aufhängen. Das müssen wir auch machen. Meine Mutter bügelt die Wäsche dann. Manchmal helfen wir unseren Eltern im Garten oder in der Werkstatt. Mein Bruder repariert dann etwas mit unserem Vater und ich arbeite im Garten mit unserer Mutter. Ach ja, jeden zweiten Tag tragen wir den Müll hinaus. Am Wochenende gießen wir die Blumen im Garten und im Haus. Wir putzen das Badezimmer, die Badewanne, die Toilette, das Waschbecken und den Spiegel natürlich und wischen Staub. Manchmal haben wir auch Spaß dabei. Wir hören Musik, tanzen und lachen viel dabei. Ich glaube, das ist in jeder Familie genauso. Dakle, kako glase odgovori na pitanje? Voli li Jurina pomagati u kućanstvu i zašto? Ja, die Antworten lauten nein. Jurina mag nicht im Haushalt helfen. Das macht sie überhaupt nicht gerne. Warum? Sie muss jeden Tag etwas machen. Sada ću prevesti tekst. Ako ste ga razumjeli, preskočite ove dio video lekcije. Kućanski poslovi, to uopće ne radim rado. Svaki dan moraš nešto raditi. Ja pospremam svoju sobu i krevet svaki dan. Svaki dan većinom kuha naš tata. Mama i tata prvo idu u kupovinu. Ja moram zatim oprati suđe, jer je naša mašina za pranje suđa, nažalost, pokvarena. Moj brat briše suđe. Zatim moramo i usisati i obrisati podove, to je jasno. Ah da, i objesiti rublje. To isto moramo napraviti. Naša majka zatim glača rublje. Ponekad pomažemo svojim roditeljima u vrtu ili u radionici. Moj brat tada nešto popravlja sa našim tatom, a ja radim u vrtu sa našom mamom. Ah da, svaki drugi dan iznosimo smeće van. Za vikend zalijevamo cvijeće u vrtu i u kući. Čistimo kupaonicu, kadu, WC, umivaonik i zrcalo. Naravno, i brišemo prašinu. Ponekad nam je pri tome čak i zabavno. Slušamo muziku, plešemo i pri tome se puno smijemo. Mislim da je to tako u svakoj obitelji. Antwortet jetzt auf diese Fragen mündlich. Pausiert die Lektion. Was macht Jurina jeden Tag? Was macht ihre Mama? Was macht ihr Papa? Was muss ihr Bruder machen? Wie helfen Jurina und ihr Bruder im Garten und in der Werkstatt? Was machen sie jeden zweiten Tag? Was machen sie am Wochenende? Was hältst du von diesen Arbeiten? Kako se tebe čine ovi poslovi? Findest du, dass Jurina und ihr Bruder zu viel machen müssen? Misliš li da Jurina i njen brat more previše toga raditi? Hier sind die Antworten. Jurina räumt ihr Zimmer auf und macht ihr Bett. Ihre Mama geht einkaufen und bügelt die Wäsche. Ihr Papa kocht jeden Tag. Jurina spült das Geschirr und ihr Bruder trocknet das Geschirr ab. Jurina arbeitet mit ihrer Mutter im Garten und ihr Bruder repariert etwas mit ihrem Vater in der Werkstatt. Sie tragen den Müll hinaus.
Sie gießen die Blumen und putzen das Bad. Po čemu se sad razlikuju ovi narančasti glagoli od zelenih? Razmislite. Zeleno obojani glagoli se sastoje od dva dijela. Naprimjer, sie räumt ihr Zimmer auf. I zovu se djeljivi glagoli. A narančasto obojani glagoli, naprimjer, sie macht ihr Bett, nisu djeljivi i u sadašnjem se vremenu sastoje samo od jednog dijela. Und noch eine Aufgabe für euch. Antwortet auf diese Frage. Was hat die Familie gestern gemacht? Antwortet mündlich. Pausiert die Lektion. Habt ihr so geantwortet? Irina hat ihr Zimmer aufgeräumt und ihr Bett gemacht. Ihre Mama ist einkaufen gegangen und hat die Wäsche gebügelt. Ihr Papa hat gekocht. Irina hat das Geschirr gespült und ihr Bruder hat das Geschirr abgetrocknet. Irina hat im Garten gearbeitet und ihr Bruder hat etwas in der Werkstatt repariert. Sie haben auch den Müll hinausgetragen. Sie haben die Blumen gegossen und das Bad geputzt. Pogledajte sada ove primjere. Kakav je to glagol das Zimmer aufräumen? Tako je, djeljiv. To vidimo u primjeru. Er räumt sein Zimmer auf. Za razliku od glagola helfen, koji u prezentu glasi ich helfe gerne im Haushalt. Što se dešava kada, na primjer, taj helfen, koji je takozvani običan glagol, koristimo sa modalnim glagolom? Ich möchte im Haushalt helfen. Tako je, on postaje infinitiv. A kada djeljivi glagol koristimo sa modalnim glagolom, u primjeru er muss sein Zimmer aufräumen, tada se on isto pretvara u infinitiv i taj prefiks, u ovom slučaju auf, djeljivi dio, se spaja. Er muss sein Zimmer aufräumen. Isto tako se u primjeru za perfekt, u participu perfekta, između prefiksa i glagola pojavljuje g. Pa tako, u primjeru er hat sein Zimmer aufgeräumt, se g nalazi između prefiksa i drugog dijela glagola räumen. A kod glagola helfen se on nalazi na početku. Kao što i vidimo u ovom slučaju, ich habe im Haushalt geholfen. Bildet jetzt folgende Sätze schriftlich, wie in diesem Beispiel. Im ersten Beispiel bildet bitte Sätze im Präsens und im zweiten im Präsens aber mit einem Modalverb. Hier ist das Beispiel. Jana nicht gerne das Geschirr abtrocknen wird Jana trocknet das Geschirr nicht gerne ab. Sie das Geschirr abtrocknen müssen. Sie muss das Geschirr abtrocknen. Pausiert die Lektion. Jeste li ovako odgovorili? Krenimo od drugog primjera. Wir tragen jedes Wochenende den Müll hinaus. Wir müssen nicht jeden Tag den Müll hinaustragen. Du räumst dein Zimmer gern auf. Du magst dein Zimmer aufräumen. Max hilft gerne im Haushalt. Er möchte im Haushalt helfen. Ihr bügelt immer die Wäsche. Ihr müsst immer die Wäsche bügeln. Ich gehe jede Woche einkaufen. Ich will jede Woche einkaufen gehen. Sada pogledajte ovaj dodatni video sadržaj, pa poveznicu bit.ly/nikosweg7 unesite u tražilicu. Zapišite barem jedan kućanski posao koji obavlja Niko u videu. Also, welche Hausarbeit macht Nico? Ja, er hängt die Wäsche auf. Pausiert jetzt die Lektion und findet die richtige Reihenfolge der Ereignisse. Zaustavite lekciju i stavite ove rečenice u pravilan redoslijed. I prepričali ste priču.
Hier sind die Antworten. Hier ist die richtige Reihenfolge. Nico hängt zuerst Inges Wäsche auf. Danach möchte Nico das Geschirr abwaschen. Dann fällt ein Glas runter. Dann möchte Inge saugen, hat aber keinen Beutel. Sie sucht den Besen. Zum Schluss kehrt Nico. Wie hat euch das Video gefallen? Seid ihr auch manchmal so tollpatschig und ungeschickt? Jeste li vi ponekad ovako nespretni? Pausiert jetzt die Lektion und bildet diese Sätze im Perfekt. Bildet die Sätze mündlich. Und hier sind die Sätze im Perfekt. Nico hat zuerst Inges Wäsche aufgehängt. Danach hat Nico das Geschirr abgewaschen. Dann ist ein Glas runtergefallen. Inge hat nicht gesaugt. Sie hat den Besen gesucht. Zum Schluss hat Nico gekehrt. Jetzt bist du dran. Opišite kako vi i vaši članovi obitelji obavljate kućanske poslove. Ovo vam je podsjetnik. Ovako ste mogli odgovoriti. A sada sami odlučite koliko ste naučili u ovoj video lekciji. Hausarbeit, možete li nabrojati barem 5 kućanskih poslova? Razumjeti video i tekst? Opisati kako obavljate kućanske poslove u svojoj obitelji? Koristiti prezent i perfekt jeljivih glagola? Odlično, dobro ili ne tako dobro? To odlučite sami. Das war alles für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.